natürlich eine besondere Ehre und ein Beweis der Verbundenheit, dass Giacomo Santa Lucia das Bundesverdienstkreuz in Marpingen entgegennimmt. In jener Gemeinde, in der er aufgewachsen ist, er Fußball gespielt hat und auch schon mal hier in dieser Gemeindeverwaltung gearbeitet hat. Ich gratuliere ihm recht herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Er macht das ja seit vielen Jahren sehr intensiv und ich wünsche ihm weiterhin gute und intensive Projekte. Ja, herzlichen Dank, dass du deinem Mann die Zeit gelassen hast, sich um die Menschen zu kümmern und auch für die Familie, aber für uns alle da zu sein. Dankeschön. Lieber Giacomo, ich würde dich herzlich bitten, zu mir zu kommen. Lieber Giacomo Santa Lucia, ich darf die Verleihungsurkunde vorlesen. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Giacomo Santa Lucia das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, unterschrieben der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Lieber Giacomo, es ist mir eine Ehre. Herzlichen Glückwunsch. Große Ehre, ihn heute auszuzeichnen mit dem Bundesverdienstkreuz. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er gesund bleibt, dass er weiter so aktiv bleibt und dass er weiter diese vielen Ideen hat, damit wir noch vieles gemeinsam umsetzen können. Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Wer daran glaubt, allen Gefahren nur auf sich selbst gestellt zu überstehen, muss einsam werden. Also ein ganz tolles Gefühl, das Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Ich kann es auch gar nicht fassen. Ich habe heute meine ganzen Projekte am Fernsehen zum ersten Mal gesehen. War selbst überrascht, was in den vielen Jahren an Projekten gemacht wurden. Und heute diese Ehrung zu bekommen, ist wirklich was Emotionales, was Schönes und Unbeschreibliches.